Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Build Battle. Würde ich sagen, nennen wir es, oder? Mal schauen, wie ich es nenne. Ja. Zusammen mit Lukas. Hallöchen. In der letzten Folge war es ja so, dass ich einen Strand bauen musste und Lukas eine Burg. Wir machen es jetzt mal andersrum. Ich muss eine Burg bauen und Lukas einen Strand. Ich bin gespannt. Weißt du, was das Problem beim Strand und Burg ist? Was? Bei Strand kann man halt schnell viele Details machen, aber eine Burg hat auch generell ohne schöne Sachen sehr viele Details. Also es ist sehr schwer, die zu bauen. Auch Ja. ohne Details. Deswegen war meins so leer. Ja, gut, wir haben eine Stunde Bauzeit. Ja. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, go. Schön. Bis später. So. Leute, läuft die Aufnahme überhaupt? Jawohl. Okay. Also, ich würde sagen, wir bauen die Mauern aus Cobblestone. Ich hätte gern sie. Ich überlege gerade, aus was bauen wir denn die Mauern? Leute, ich würde sagen, Cobblestone und dunkles. Nicht Cobblestone. Ziegelstein und dunkles Holz. So. Ja, und dazu passen dann hier die Teile. So, wir können auch so ein kleines Burgtor machen. Wir brauchen noch einen Wassergraben. So. Okay, ich würde sagen, wir beginnen hier. Machen jetzt hier so. Wir dürfen ja hier nicht über die Wand hinaus. Wisst ihr was? Ich baue hier mal kurz den Boden. Bis gleich. Weil das wollt ihr euch bestimmt nicht geben. So, Leute. Ja. Das hier, also ich habe jetzt hier erstmal den Boden gemacht und ich überlege. Wir könnten jetzt die Mauer aus Ziegelstein bauen, wir könnten aber auch die Mauer hier. Nee. Weil ich hätte gern die Gebäude aus Ziegelstein und drum würde ich sagen, bauen wir das auch so einfach aus. Ja, wir bauen einfach alles hier aus Ziegelstein. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, 19. 1, 2, 3. Ja, mal 9. Und hier haben wir 9. Okay, 9 in die, 9 in die. Machen wir hier so auf. So. So. Und dann bauen wir jetzt hier ein Tor rein. Und dafür brauchen wir noch, um das ein bisschen abzurunden, eine Stufe und eine Treppe. Da. So. Nee, wartet, ich hätte es gerne eventuell so. Das ab, das ist ja weit unten. Machen wir es so. So. Dann hier oben. So. Wait. So. Ne, warte, es passt. Warte, ich kann hier ja einfach so einen normalen Block hinsetzen. So haben wir das ein bisschen zumindest abgerundet. So, und ich mache jetzt einfach mal, um das hier noch so ein bisschen. Ne, das hier. Ne. Vergiss es. Vergiss das. Burggraben könnte ich jetzt machen, lasse ich aber erstmal sein, weil der braucht Zeit und wir haben eh schon. Wir haben fast nur noch 50 Minuten und das ist gar nicht mal so viel, wenn ich überlege, was noch alles gebaut werden muss. Ne? So, ich überlege gerade hier die Umrisse der Mauer. Wir könnten jetzt die Mauer hier so ein bisschen abrunden. Wie sieht das aus? Ja, nee, komm. Wir lassen das so.
Okay, passt auf. Ich würde sagen, wir ziehen das jetzt alles auf die Höhe des Tores. Und ich überlege gerade, wo machen wir den Wachturm hin? Wachturm, würde ich sagen, können wir hier hinten. Oder? Ja. Okay, passt auf, ich baue die Mauer zu Ende und gucke ein bisschen was. So, Leute, eine kleine Google-Suche später. Ich habe mal geguckt, weil wir hatten ja das letzte Mal hier, Lukas hat ja auch so einen Burgturm gebaut. Und zwar als letzter Rückzugsort, weil er das so im Geschichtsunterricht gelernt hatte. Ich habe gerade mal geguckt, ist nicht ganz richtig. Die Türme, sind wirklich für die Verteidigung. Heißt, wir bauen den auch für die Verteidigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also 2, 3, 4. Ach, warte. Ich überlege gerade hier in der Mitte den Burgbrunnen. Wobei den Brunnen, den können wir ja dann. Können wir mal gucken, wo wir den hinbauen. So. Was ich jetzt noch gern machen würde. Ne, das machen wir dann später. Und zwar hier noch am Rand so einen kleinen Holzweg, damit die Wachen quasi auf den Holzweg können. Gebäude. Gebäude, Gebäude, Gebäude. Wir könnten hier. Wartet kurz, Leute. Es gibt technische Schwierigkeiten. Okay, technische Schwierigkeiten sind vorbei. So, ich würde sagen, wir könnten jetzt hier quasi sowas wie einen Pferdestall noch machen. Hast du überhaupt gemerkt, dass ich weg war? So. Wartet mal kurz, Leute. So, Leute. Pferdestall. Also hier zwei. Wir haben vier Blöcke hoch insgesamt. Oder vier Blöcke groß. Ja, das passt. Oder so zwei Pferde. Gut, es gab zwar gefühlt 10.000 mehr, aber lassen wir mal an der Stelle. So, wir wollen ja auch nicht zu penibel werden. Ach ja, wir können im Übrigen noch ein bisschen hier mit. Warte, das will ich mal auch noch machen. Ein bisschen mit Holzsäulen vielleicht noch arbeiten. So dass das halt nicht alles aussieht wie, ja, wie ein Klumpen, sag ich jetzt mal. So, bum, bum. Ja, sieht doch gut aus, finde ich. So, hier nehmen wir jetzt einfach mal irgendwie so was Dunkles. So als Dach einfach. Wisst ihr, so super toll. So, hier kommt dann das nächste Haus hin. Deswegen werden die Dächer dann an der Stelle verbunden sein. Höchstwahrscheinlich. Deswegen lasse ich das erstmal frei. So. Ach ja, Mist, jetzt ist ja das Teil so hoch. Die Mauer ist relativ. Okay, Leute, ich muss dann die Mauer noch höher setzen. Ich finde das auch hier irgendwie, das ist viel zu kurz. Wir können die ruhig noch drei Blöcke höher bauen. Ist auch eine Schutzmauer. Los, komm. So, ich würde sagen, wir können jetzt hier, oh, hier hinten in die Ecke kommt dann die Küche hin. Ich muss mal gucken, was gab es alles noch auf einer Burg?
Gab es dort auch Märkte? Weil Lukas hat das letzte Mal Markt, nur ich glaube, Markt gab es auf einer Burg Markt? Wüsste ich gar nicht. Ich gucke das gleich mal. Ich meine, wir können ja googeln, ne? Wenn wir was nicht wissen. Im Übrigen gut, wir haben zurzeit in der Schule das Thema Mittelalter. Okay, gut, zwar mittelalterliche Städte. Aber okay, gut. Burgen hat man, glaub. Ja, doch, Burgen hat man schon. Ist jetzt bei mir nicht ganz so viel hängen geblieben. Oder? Doch minimal, glaube. Ja. Also nicht wirklich viel. So. Ja, sie. Ey, das sieht doch aus wie so ein. Ich weiß nicht, wollen wir das hier so offen lassen? Ja, Leute, komm, es ist ein Pferdestall, der ist einfach gehalten. Das ist ja jetzt hier kein wirklich großartiges Gebäude. So. Leute, was mir aber noch nicht so wirklich gefällt, ist die Wand. Die Wand sieht halt. Es ist halt eine normale Wand halt. Sieht sehr eckig aus. Eine Burg ist halt mehr so ein bisschen geschwungen, oder? Meine Burg ist jetzt kein perfektes Viereck. Ja gut, andererseits jetzt hier noch irgendwelche Rundungen mit einzubauen. Also wir können ja hier das. Wartet, wir machen hier das weg. Und hier kommt dann so der Weg drüber einfach, würde ich sagen. So, Hauptwohngebäude kommt. Hierhin. Ich bin am Überlegen. Wir könnten ja hier in die Ecke den Bergfried machen, also den Wehrturm. Das ist eine gute Idee, finde ich. Und dann können wir hier so Wohngebäude, Küche und der ganze Kram kann ja dann alles hier hin. Ja, Leute, so machen wir das, würde ich sagen. Also hier kommt jetzt erstmal. Ja, ich würde sagen. Speisekammer vielleicht? Oder keine Ahnung. Wir brauchen ja ein bisschen. Ich würde sagen, wir bauen hierhin die Küche. So, da können wir ruhig. Ah, Mist, wartet. Ach, Mist. Ich würde den Korb auspacken. So, Leute, das ist. Okay, es ist manchmal ein bisschen stressig. Was soll ich sagen? Ich war vorhin backen. Kurz. Also war jetzt nichts Großes. So, hierhin würde ich sagen, vielleicht eine Holzsäule. So, und. Dann war hier auch. Eieiei, das sieht ja aus, Leute. Das sieht aus. Gar nicht mal irgendwie so geil, ne? Wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Ich würde sagen, die Küche, die muss ein bisschen größer sein. So. Okay. Bum, bum. Warte, wir haben jetzt hier so ein bisschen fensterlos. Sieht irgendwie. Naja, geil ist anders. Aber es ist ja auch noch kein Wohngebäude. Ist halt die Küche. Was will man da auch für Fenster reinmachen?
Wartet, wir können hier doch so ein bisschen fachwerkmäßig bauen. So, wartet, dann kommt hier so ein bisschen Holz hin. Ja, und dann baue ich hier das nochmal so. Und wir können ja. Das Blöde ist jetzt hier. Ich kann jetzt hier keine Fenster reinmachen, weil der Platz nicht ausreicht. So wirklich. Ist das schlimm? Doch, wartet, in die Ecken. So ein kleines Glas können wir hier in die Ecken reinmachen. Ah, Leute, das reicht. Ah, das reicht. So ein kleines Fenster. Passt. So, dasselbe können wir auch hier dem Fachhausstil so ein bisschen halten. So. Ja, sieht gut aus, finde ich. Boah, Leute, könnte was werden. Könnte. So, ich würde sagen, hier hinten kommt dann der Schlafsaal vom König und Königin hin. Deswegen kommt hier auch so ein großes Fenster hin, Leute. Hier der Stamm, der kommt. Der kann ruhig hoch. Hier ist Boden. Oder? Ja, schon. Hier die Etage ist Boden. Bum, bum. So. Der Boden, würde ich sagen, den machen wir auch aus dunklem Holz. Ah, Leute, also sieht gut aus. Bin gespannt, wie lange das bleibt. Aber wobei. Hier das Eisengitter brauchen wir jetzt nicht mehr. Wobei für den Bergfried. Ah. Gut. So, wir bauen jetzt hier erstmal alles voll mit Holz. Das ist ein Muss. So, wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Ja, wir, also ich baue gerade, oder wir haben jetzt schon 24 Minuten lang hier gebaut. Wow, wir haben noch ein bisschen, ne? So, ach ja, wartet, hier müssen wir noch hinbauen. Bin am Überlegen, wir bräuchten ja auch eigentlich einen Flur. Ah, Mist. Also ich hätte eine Idee, nur die Idee ist richtig kack. Mist, meine ich. Und zwar war meine Idee, sowieso hier draußen noch so einen Holzgang dran zu bauen. Ist dann halt lustig in der Nacht, ne? Warte, hier, das können wir ruhig noch so ein bisschen Fachwerkstil halten. So, also hier ein, zwei Hochfenster. Also Fenster, zwei hoch. Na, also hier, das ist Fenster. Hier oben kommt nochmal Ziegelstein und dann Holz und Dach. Okay, so hier der. Oder wartet. Leute, hier machen wir den Festsaal hin. Das fände ich eine gute Idee. So. Der muss natürlich dann jetzt noch ein bisschen größer sein. Da werden die Fenster nämlich drei hoch. Drei Blöcke. Also ein höher, ein höher. Ah,
Wartet, hier muss noch so eine. Wir können hier in die Ecke im Übrigen einen Kamin bauen. Finde ich eine super Idee. Alter Leute, also wir kommen hier wirklich. Also wir nutzen hier auch gerade wirklich alles am Platz, was wir haben. Aber es ist auch nicht schlecht, ne? Müssen wir auch schließlich. So. Oh Leute, ey, das ist irgendwie schön gerade. So, also hier kommt jetzt der Festsaal hin. Hier, das wird eine Nummer kleiner. Ja, Leute, passt. Oder, ja, Festsaal, ich würde sagen, so der Essenssaal. Festsaal war gut, ne? Was will man auf der Burg hier für ein Fest feiern? Oh Leute, ey. Ist nicht irgendwie die Größe, also die Burg ist halt viel zu klein, ne? Andererseits, ja gut, wir haben, ja gut, wir haben eine halbe Stunde, ne? Also die Hälfte der Zeit ist ja noch gar nicht mal wirklich rum, so. Ja, warte, hier, das muss jetzt noch eine Reihe hören. So, hier, da, hier, gut, wir könnten jetzt hier noch Fenster reinmachen, theoretisch. Wobei, na gut, das hier ist die Mauer von außen, da kommt kein Fenster rein. So, eigentlich hätte ich hier das auch freilassen müssen. Weil, ich weiß gar nicht mal, Burg? Ja gut, kommt drauf an. Kommt drauf an, von welcher Zeit wir ausgehen. Weil Glas war früher, glaube ich, eher so ein Luxus. Leute, wisst. Was ist denn jetzt, wenn ich hier so in die Außenmauer jetzt irgendwie noch. Keine Ahnung. Nee, das sieht doch Käse aus. Die weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Wir ziehen da einfach normal weiter mit Kiesel, mit Kieselstein. Ja, wir können das auch mit Kies bauen, stimmt. Nee, wir ziehen das jetzt hier einfach mit Ziegelstein weiter hoch. Und das reicht dann auch. So, was wir jetzt aber hier noch reinbauen, ist den Kamin. Und den Kamin, würde ich sagen, bauen wir aus Cobblestone. Einfach weil Cobblestone, ja, haben wir jetzt noch nicht so viel verwendet. So, Cobblestone und ein Lagerfeuer. Wartet mal. Wenn ich jetzt hier den Kamin drauf baue, ist ja hier drunter die Küche. Leute, beim Einrichten müssen wir daran denken, dass wir da irgendwas hinbauen. Ist halt blöd, dass. Ja, gut, ist halt blöd, dass man nicht. Also, es wäre jetzt geil, könnte ich oben so koppeln und unten dann was anderes machen. Und da wisst ihr was, Leute, wir lassen das weg. Ja, wir lassen es weg. Passt. Passt schon. Dann machen wir hier schöne Deko rein, schönen Tisch und dann passt das. So, wir. Na gut, wir könnten in der Küche vielleicht ein bisschen gucken, aber Küche. Das dann stimmt ja, das ist ja noch Inneneinrichtung. Inneneinrichtung kommt auch noch. Das könnte uns natürlich dann auch ganz schön Zeit kosten. So. So, by the way. Ich überlege gerade, wie könnten wir das hier bauen? Ja, schön. Hallo? Okay, ist komisch, wenn man die Leertaste oder
Oh, wie heißt die Taste überhaupt? Ich habe den Namen vergessen. Loslässt, aber man trotzdem noch weiterspringt, ne? Das ist schon. Ja, chillig, würde ich sagen. So, hier kommen zwei Zimmer rein. Und hier kommt nochmal ein schöner Stamm rein. So. Komm, eins höher. Perfekt. Wartet. Wart doch schon. Passt. So. Ja, Leute, also die Schlafsäle hier sind auf jeden Fall sehr Luxus. Das Luxus pur. Ich weiß, Leute, ihr könnt den Luxus zurzeit noch nicht fühlen. Ach du Heilige. Das war so ein bisschen blöd. Ja, okay, andererseits, dass jetzt hier wirklich jeder Raum so ein Fenster hatte, war halt eher nicht so. War meistens halt kleine Löcher in der Wand, ne? Und auch sehr selten. Weil Glas kannte man damals nicht wirklich. Wie weit bist du aktuell? Wartet, Leute. Ja, ich bin schon relativ weit, aber fertig bin ich auch noch nicht. Ich bin noch beim Bauen, dann kommt ja noch mit Inneneinrichtung. Wie lange dauert, also wie lange hast du noch Zeit? Wir haben jetzt noch circa eine halbe Stunde. Noch so lange? Ja. Haben wir um halb oder so erst angefangen? Ja, ich glaube schon. So. Nee, da muss ich ja gefühlt so lange auf dich warten. Na, du kannst doch nebenbei noch ein bisschen YouTube gucken. Ich So. fahre gerade mit meinem Handy. Ach so. Na gut, das ist dann blöd. Ja. So. Ja, ich muss ja dann noch den Turm bauen. Im Bergfried machst du? Ja. Okay. Ja, bis nachher. Bis nachher. Hoffen. So, Oh mein Gott! Oh, ups. wartet. Wenn ich jetzt hier das dran baue, sieht das richtig schlecht aus. Ne, wartet, wir lassen das hier so. Wir lassen das und bauen hier so ein Geländer drauf. Ah, Leute, ich weiß auch nicht wirklich. Hat mir das minimal anders vorgestellt, aber okay. Ach ja. Wartet, das hier, das Konzept hier irgendwie ist voll blöd. Denn das Problem ist, ich brauche ja noch einen Abgang und den kriege ich sonst nicht hin. Heißt, es werden keine zwei Zimmer, es wird ein Zimmer. Ein großes, schönes Zimmer, was auch aussieht wie ein Schlafsaal. Ich meine, wer kein König, der damals gelebt hätte, oder Königin, hätte in so einem kleinen Schlafsaal geschlafen. So, perfekt, können wir das jetzt hier weg. So, ist im Übrigen praktisch, wenn der Schlafsaal in der Nähe vom Festsaal ist. Da hört man immer, wenn die Diener irgendwie Party machen. So, Leute, wenn ich jetzt hier abtrenne durch beispielsweise das, dann kann ich hier Glas rein platzieren und habe halt kein riesiges Fenster. Weil ein großes Fenster ist nun ja damals eigentlich nicht gang und gäbe. Gut, aber die Sache ist ja, es geht ja darum, wer schöner bauen tut. Und wenn ich jetzt anfangen würde und hier eine Burg zu bauen, wie sie halt wirklich existiert haben könnte, ja gut, dann ist die Burg sehr, 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 sehr düster. Na, also. Das ist dann halt blöd. So.
Passt das? Jawohl. Hey Leute, wer von euch alles gerade bei dem Bild hier an drei Haselnüsse für Aschenbrödel denkt, an diesem Holzgang, schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, ob da jemand gerade denkt. Und für alle, die drei Haselnüsse für Aschenbrödel nicht kennen, müsst ihr euch mal informieren. Es ist ein Märchen. Halt. Ein Weihnachtsklassiker. So, perfekt, Leute. Perfekt. So, okay. Können wir das jetzt hier noch so? Nee, Leute, lasst's. Lassen. Einfach. Nee. Mm-mm. Okay. Oh, Leute. Gleich haben wir nur noch 20 Minuten. Oh, Leute, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Verdammt, das reicht nicht. Oh, Leute. Okay, Leute, also in Einrichtung können wir uns schon verabschieden davon. Aber falls ihr wollt, weil ich brauche jetzt noch einen Bergfried, aber falls ihr wollt, dass ich das mal fertig baue, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Oder soll ich mal versuchen, eine echte Burg, die vielleicht sogar wirklich existiert hat, nachzubauen? Falls ihr das wirklich wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich das mal machen. So. Wartet, jetzt kommt ja das Dach hier noch zum Einsatz. Das ist jetzt hier an der Stelle natürlich richtig blöd. Ja, gut, ne? Das. Oh, ne, das. Das jetzt. Die Stelle hier ist gerade so richtig ekelhaft. Okay, so. Sie zieht gerade nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Also wenn man hier nicht gerade rumfliegt, findet man die Stelle auch nicht. Also ich glaube mal in einrichtungstechnisch. Ah, wir haben noch 20 Minuten, das wird nichts mehr. Ja, bei 20 Minuten. Na gut, in 20 Minuten kann man hier nichts mehr großartig jetzt auf die Beine stellen. Ich bin froh, wenn ich den. Passt auf. Wir bauen das so, wir bauen den Burgfried noch, Bergfried. Und konzentrieren uns quasi nur auf die Gebäude. Von außen. Das Innere, ja gut, wir können es versuchen, vielleicht im Festsaal und in der Küche noch so ein bisschen mit. Ja, ein bisschen wenig Deko, was zu reißen. Aber ansonsten glaube ich eher dekotechnisch müssen wir jetzt drauf verzichten. So, wartet, ich baue mal schnell hier noch den Bergfried. Also es ist das höchste Gebäude, also es ist, der Bergfried ist, by the way, das höchste Gebäude einer Burg. Ja, stimmt ja, kommt ja noch dieser kleine Rundgang. Lass mal ein Türchen, ne? So. Wisst ihr, was wir machen? Bum, 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 bum.
So. Ach, wartet, ich muss hier ja jetzt noch. Stimmt, ja, ich muss hier drin ja jetzt noch so eine Wand ziehen. Weil sonst sieht man ja hier die Fassade und das wollen wir ja nicht. Ja, also Bergfried und Dach schaffe ich. Eventuell hier die Treppen hier drin noch. Aber Leute, mehr. Ja gut, eine Burg zu bauen, das geht halt mal nicht so eben in einer Stunde, wenn man sie halt, wenn man richtig mit Details Wie arbeiten lange möchte. haben wir gerade noch mal Zeit, schnell? Wir haben aktuell noch 17 Minuten. Denkst du brauchst die ganze Zeit ungefähr? Ja, Also, definitiv. du kannst doch gerne mehr machen, weil ich würde jetzt duschen gehen dann. Okay, gut. Kannst du 25 Minuten machen, bis dann bin ich auch safe zurück. Okay, mache ich. Danke. Bis Ich bin das später. schon fertig. Okay. Deswegen will ich die Chance geben. Weil es dauert schon lange, eine ganze Burg zu bauen. Also, bis später, viel Glück. Okay, Leute, wir haben noch mal mehr Zeit. Das ist geil. In der Zeit sollten wir es auch vielleicht sogar schaffen. Ich habe mal gerade mal mein Handy ausgemacht, weil es soll ja nicht unnötig Strom weiter verballern. So, in der Zeit können wir es sogar schaffen, den Burgfried tatsächlich. Bergfried. Bergfried. Nicht Burgfried. Burgfried gibt es nicht. Oder gibt es einen Burgfried? Egal. Bergfried. Muss ich mir mal merken. Und so, der kann auch, by the way, ruhig hier nach außen hingehen. Ist ja ein Wachturm. So. Ah, Mist. Okay. So. 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 Okay, boah, sieht gut aus. So, hier kommt jetzt noch ein kleiner Zaun dran, dass man hier auch nicht runterfällt. So. Mist. So. Okay, dann ziehe ich mal hier in der Mitte weiter hoch. Ah ne, wartet, wir bauen mal die Treppen. Oh. Nee. Oh Leute, ich krieg die Kotze. Grieße. Aber die Kotze auch gleich. Weg. So. Aha, perfekt. Erwartet hier, das können wir gut. Ne, wir machen jetzt so ein Teil hin. Da guckt er nachher eh nicht hin. So. So, das bauen wir dann weiter. Und hier drüben kommt das so. So. Ja.
Warte, wie weit hoch muss ich noch? Okay. So, nun ist das Blöde, wir können hier kein richtig geiles Geländer irgendwie bauen. Weil ein Treppengeländer sieht immer richtig blöd aus. Und das halt jetzt Mist, oder? Wenn ich jetzt hier anfange. Ja, wobei geht. Oder? Gut, wäre jetzt halt geiler, würden die Teile noch richtig connecten. Machen sie aber nicht. Muss mich hier mit dem zufrieden geben, was ich krieg. Boah, sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Leute, ich glaube, ich habe gute Chancen zu gewinnen. Andererseits, was wir halt nicht vergessen dürfen, bei einer Burg kann man halt viel mehr, ja, halt machen, als wie beispielsweise bei einem Strand. Das dürfen wir hier bei der Bewertung nicht vergessen. Ja, Lukas hat da jetzt nicht unendlich Möglichkeiten, weil ein Strand bleibt nun mal ein Strand. Da kann man tun, machen, was man will. Ist so, bleibt so. Können hier noch eine Sache machen. Um die letzten Akzente zu setzen. So. So und so. Okay. Zack. 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 So. Und so ziehen wir jetzt hier das Dach nach oben. Mist. Oh, Junge. Oh, Leute, ich sehe schon ein bisschen was von Lukas. Aber okay, es geht halt jetzt nicht anders. Ne? Wir sind hier halt einfach bei einer Höhe, wo das dann nicht anders geht. So. Ich glaube an ihn, wir kommen ja immer noch mal in Lukas sein Blickfeld rein. Ja gut, ist halt so, ne? So. Aber Leute, das sieht doch schon mal gut aus. So eine kleine, aber feine Burg. By the way, im Brunnen denke ich mal, könnte schwierig werden. Ich weiß nicht, platztechnisch müsste man vielleicht doch drauf verzichten. Ich bin froh, dass ich keinen Burggraben gemacht habe. Weil so ein Burggraben, der hätte auch noch mal ein paar Minuten Zeit gekostet. Und Leute, ich kann euch eine Sache sagen. Jede Minute zählt hier. Oh Leute, wir sind einfach über der Mauer. Ich fasse es nicht. Ja, okay, aber es ist ein Bergfried. Bergfried ist groß. Sogar sehr groß. Leute, Alter, wir sehen einfach hier gerade komplett das, was Lukas gebaut hat. Ja gut, was heißt komplett, ne? Ja. Aber okay. Ist halt so, kann ich jetzt auch nichts machen. Wobei, Leute, ich würde sagen,
Da wir jetzt langsam an so ein Baulimit kommen. Er hat ja da gerade meinen Park einfach nachgebaut. Okay. Platzieren wir jetzt hier einfach das. Weil sonst sehen wir noch, was Lukas gebaut hat und das ist halt blöd, ne? Lass mal dann, würde ich sagen, wohin die Bewertung mit einfließen, dass ich jetzt halt nicht wirklich weiter höher bauen konnte. Ohne halt das war, ohne halt zu gewährleisten, dass ich halt Lukas sein gebautes nicht sehe. So. Ja, Leute. Also. Oh. Ja, moin. Wir könnten jetzt hier noch. Hier, ne? Hier ist die Treppe. Warte, wir bauen jetzt hier noch so ein Fenster ein. Hey, mein Laptop, der könnte man ein bisschen mehr Kühlung vertragen. Ja, Leute! Ey, das sieht doch gut aus. Also hier der Bergfried sieht gut aus. Wir können hier noch Tür dran bauen. Alter Leute, es leckt doch ein bisschen. Okay, die Lecks sind aber gleich weg. Also wirklich, die sind. Mein Laptop ist minimal überhitzt. Wir bauen jetzt mal hier das noch, weil wir hatten ja gesagt, zuerst Gebäude. Wartet. Ah, Mist, wir müssten eigentlich noch eine Etage weiter nach oben. Pass auf, wir machen dann die Burgmauer ein bisschen kleiner hier an den Stellen, sodass wir quasi dann na, sagt schnell, sodass wir dann Dings einfach dann hier drüber gucken können. Oder halt die Wachen. An der Stelle. So, Leute, das sieht wirklich gut aus. Also wenn man überlegt für eine Stunde Bauzeit, plus halt überlegen, ist das schon gar nicht mehr so schlecht, ne? Ja, oh, Leute. Leute, das ist gut. Das ist richtig gut. So. Dann bauen wir jetzt hier noch das Teil hier noch fertig, wobei wir können hier noch eine kleine Zwischendecke an der Stelle einziehen. So. Wir könnten jetzt hier noch einen Dachboden drauf bauen, aber ich bin dazu jetzt zu faul. Na gut, im Endeffekt Treppe, ein paar Kisten und das war's. Vielleicht noch so ein Bücherregal, irgendwie sowas Altes, aber Leute. Ganz ehrlich, das schaffen wir zeitlich nicht mehr. Alter, noch mehr Luft. Leute, mein Laptop, der arbeitet hier gerade irgendwie ganz schön hart, ne? Nein! Mist. Ja, wir kommen jetzt hier. Ah, gut, er hat da Blumen. So. Ah, Mist, da. Also ich muss jetzt mal sagen, im Vergleich zu Lukas seiner Burg finde ich meine schon besser. Bin mal gespannt im Vergleich zum Strand.
Gut, wobei hier ist auch irgendwie schwierig, da wirklich eine richtige Bewertung zu finden. Weil, naja. Strand bleibt nun mal ein Strand. Das ist halt irgendwie das Blöde. Aber okay. So. Perfekt, Leute. Wir sind sogar fast fertig. Wartet. Lukas hat das Spiel verlassen. Okay, cool. Er wartet hier so. So. Perfekt. Alter, man kommt hier rein in diesen riesigen Burghof und sieht das Ganze. Geil. Okay. Zum Thronsaal. Ne, wir nehmen Kerzen. Ah, ist so weiße. Ne, wir nehmen so ein bisschen. Die sehen so ein bisschen alt aus. Die Kerzen, so, dann nehmen wir die jetzt. Wir können sogar noch ein bisschen Inneneinrichtung machen. Weil hier drinnen, das ist ja nun immer noch sehr dunkel. Also ich muss die Teile jetzt nur noch einzeln anzünden. Ah, ey. Ich stelle mir gerade die Frage, gab es früher wirklich solche riesigen Kronleuchter mit, keine Ahnung, 3 Millionen Kerzen? Irgendwie noch dunkler ging es wohl nicht. Nee, Leute. Never ever. Die bringen ja gar nichts an Licht, die kannst du ja vergessen. Ja gut, geile Deko, aber mehr auch nicht an der Stelle, ne? Ah, Leute, hier kommt Licht rein, geil. Ach ja, Leute, die gute alte Minecraft-Fackel. Leute, was wären wir nur ohne sie? Leute, wir sollten einen Tag der Fackel machen. Ein Tag der Minecraft-Fackel. Wo wir unsere wunderschöne Minecraft-Fackel ehren. Weil wenn wir überlegen, so eine Fackel, sie spendet Licht. Sie ist. Oh. Okay. Ich habe ja ganz vergessen, dass da noch ein Gebäude hinkommt. Warte. So, Leute, hier unten kommt jetzt auch Licht ohne Ende hin. Das ist zu hoch. Aber wir haben auch jetzt nichts anderes erwartet. Doch. Aber wohl. Und ja, Leute, mir ist bewusst, dass es nicht genau symmetrisch ist. Ist mir jetzt aber auch egal, Leute. Euer Hallo? Wartet. Ja. Ich kam rausgeflogen wegen Markenfehler, oder? Also ich hatte Hm, nein. keine Internetprobleme. Ja, okay, was wahrscheinlich, weil ich zu lange weg war. Bist du jetzt endlich fertig? War noch nicht ganz. Ich kann noch schnell eine Sache machen.
Und zwar. Ich bin jetzt fertig mit Duschen und Zähne putzen. Na gut, ich bin nicht ganz so schnell. So, Ist der was wieder weg? Also ich habe von Deinstraat ein bisschen Inspiration genommen, aber sonst war meistens immer das meiste selber gebaut. So, wartet. Ja, also ich muss sagen, meine Burg ist sehr groß. Okay. Also der Burgfried, da war ich bin hier, ich bin hier auf meinem Strandhaus und ich sehe den Burgfried. Ja, die Sache ist die, ich wollte den ein richtiges Spitzdach geben. Und ich habe dann einfach gemerkt, wenn ich jetzt weiter baue, sehe ich deinen kompletten Strand. Und deswegen willst du erstmal zu mir rüberkommen? Ja, ich würde schon sagen. Okay, warte, ich teleportiere dich. Du musst aber auf den Boden gucken. Okay, warte, ich gucke auf den Boden. Zeig dir dann alles. Ja. CP. So, wen? So, ja. So, also dreh ich mal um. Ja. Da ist erstmal so ein bisschen einfach zum Chillen hier, wenn man auf Freunde wartet oder so. Kenn ich. Wenn die auch noch zum Schwimmbad kommen, dann wartet man schon mal auf die. Okay. Hier mit so einem Außengarten. Dann, wenn man hier reingeht, ist erstmal hier die Rezeption. Da kann man sich dann Tickets kaufen für so ein paar Stunden oder ein Tagesticket oder so. Deswegen auch die Abtrennungen und die Teppiche. Okay. Dann darf man hier durch. Dann sind hier entweder die Jungs- oder Mädchenumkleide. Ah, okay. Hier kann man sich, der größere Raum kann man sich umziehen und hier geht's dann zum Strand. Ah, okay. Kann man hier so ein bisschen chillen, ist abwechselnd mit Liegen und kleinen Decken auf dem Boden. Und kann so ein bisschen im Wasser hier dann chillen. Okay. Na gut, das hier ist dann die Version mit den Betten. Na gut, sieht halt ein bisschen blöd aus, weil die Betten schweben. Von unten ist es okay. Ja. Okay, kommen wir zur Bewertung. Also gut, hier war der kleine Park. Boah, sieht cool aus. Was hier das angeht? Ja, okay. Hier sind ganz schön viele Laternen. was du hier hättest machen sollen, ist vielleicht den Boden anders. Und die Umkleide, ja. Hier hätte man vielleicht noch eine Bank hinmachen können, oder? Warte. Was hast du gesagt? Ja, gut, ne? Ich meine, es ist besser als keine Bank. Ja. Okay, strandmäßig, ja, sieht gut aus, war ein bisschen bad. Ja. Ja, damit man nicht einfach so reinrennen kann. Ah, okay. Wow. Ich habe die beiden Umkleiden aus Synchron gemacht, dass sie synchron aussehen von hier oben. An alle die Zuschauer, die jetzt an das denken, woran ich auch denke. Ja gut, ja, es. Ja, Leute, es sieht so aus. Schwamm drüber. Ich glaube, ich weiß an, was sie ja, denkt. Ja, es ist eine Rakete, die nicht fliegen kann. Aber was anderes. So, pass auf, stell du dich einfach mal hier ruhig da an deinen Strand und ich mach die Mauer weg. Und guck mal, ob das überhaupt funktioniert, was ich hier gebaut habe. Ja. Oh, gerne, egal. Yo! Fühl mich mal ein bisschen herum. Also, wir, kleine Burg, super. Also, wir haben hier den Burghof. Dann haben wir hier zwei Pferdeställe. Nichts Besonderes. Du hättest dir vielleicht ein bisschen Heu reinmachen können. Das weil Ding, Pferdheu. Ja, na, das Ding war, ich bin nur mit der Inneneinrichtung nicht ganz fertig geworden. So, hier haben wir so ein bisschen, ja, für die Arbeiter. Oh, hier fehlt eine Zwischenwand. Die Schlafräume. Hier sollte die Küche rein. Okay. Ist noch im Bau. No, dann haben wir hier den Burgfried. Hier kann man hoch reingehen und kann hochgehen. Der sehr dunkel ist. Hier haben wir so eine kleine, ja, Weg, dass man hier quasi, wenn man angegriffen wird, hier hin kann.
So, dann kann man hier weiter nach oben gehen. Und hier ist dann die Verteidigung. Also von hier aus kann man dann angreifen. So. So, dann kann man wieder runtergehen. Ja, oder man kann auch runterspringen. Dann kann man hier hochgehen. Oh. So, Okay. dann haben wir hier das von den Oh, was ich Besitzern. richtig uncool finde, dass beide Türen so lang gehen. Ja, gut, da habe ich jetzt nicht drauf aufgepasst. Das war halt jetzt eben das Letzte, was ich gebaut hatte. Ja. Tschüss. Und dann halt, ja, Esssaal mit Okay. Kronleuchtern. Hier gehen die Türen noch richtig rum auf. Ja, das war so meine Burg. Also am Anfang muss ich sagen, es ist eine geile Burg. Ein paar kritische. Also was würdest du meinem geben von 10? Fünf. Okay. Diese eine Piste hier, wo es einfach verbuggt war. Okay. Aber ich habe da keine Fackeln platziert, so gut. Ja. Ne? Was Also, würdest was ich schon mal nicht so cool finde, ich weiß, das war jetzt sehr knapp hier, aber ich habe halt gemacht, dass ich erstmal einen Graben hatte, damit keiner so einfach einbrechen kann, ne? Oder angreifen kann. Oder dann vielleicht noch eine Zugbrücke. Habe ich ja auch Ja. versucht zu machen, Na, nur war ja. auch erstmal meine Idee, nur ich hatte mir dann überlegt, eine Stunde ist für so eine Burg gar nicht mal so viel. Und ich bin Ich meine, ich jetzt. habe auch eine Burg in einer Stunde gebaut und ich hatte Graben Ja, und so gut, alles. aber bei mir war halt ein bisschen mehr aufwendig. Du baust aber auch langsamer und so als ich. Also, dass hier keine Einrichtung ist, das ignoriere ich mal. Ja. Du hättest den Platz hier unten beim Bergfried hier ein bisschen nutzen können, vielleicht. Der Platz, wo man hier hochgeht, vielleicht. Aber. Ist cool mit den Pferdeställen hier. Warum kann man hier einfach durchgucken? Verstehe ich nicht. Ja, ist halt so ein bisschen billig gebaut. Aber overall. Also, ich muss jetzt halt schon ein bisschen kritisch sein, weil ich weiß nicht, eine Stunde ist nicht zu viel für eine Burg, aber auch nicht zu wenig. Also muss ich ein bisschen kritischer sein, weil ich habe ja auch was hingekriegt. Und ja. Ich würde sagen, du kriegst aber trotzdem noch eine 6,5 von mir. Welche Burg findest du überhaupt schöner, deine oder meine? Ich meine, deine hat halt mehr Detail, aber meine ist halt größer und hat mehr Stände etc. und so. Also ich finde meine irgendwie schöner. Selbstlob stinkt. Naja, bei dir, was halt das Blöde ist, ist halt dieser Turm. Naja. Kann man Okay. dir auch sagen, es ist ein Turm anstatt ein Burgfried? Naja, Burgfried ist ja die Idee, dass man den zur Verteidigung nutzen kann. Ja, sorry, wenn wir das nicht im Unterricht hatten. Nee, ich meine nur. So, okay, damit würden wir sagen, das war's mit dem Video. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr schöner fandet, den Strand oder die Burg. Und ja, damit würden wir sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal und ciao.